Bundesliga, siebter Spieltag ist vorbei und meine Prognose, da gucken wir jetzt mal drauf. Schalke überrascht und Bayern gewinnt endlich wieder. Das Schalke überrascht und Bayern gewinnt endlich wieder. Mir schwant Böses, Freunde. Prognose für den siebten Bundesliga-Spieltag. Wir legen direkt los mit dem ersten Spiel. Mainz 05 gegen die Hertha. Die Hertha spielt, muss man dazu sagen, endlich wieder schönen oder ansehnlichen Fußball. Nicht wie das über große Teile der letzten Saison. Ja, die Hertha, aber die Hertha steigt ab, Freunde. Glaube ich, habe ich als Saisonprognose gehabt sogar. Ja, man steht da hinten drin, keine Frage. Aber meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Hertha die ersten Punkte macht. Aber allzu viel Zeit sollte Punkte man haben, sich dann halt also auch die nicht. Die ersten Punkte gemacht, die ersten richtigen Punkte gemacht. Sie haben natürlich schon Punkte gemacht, nur Bochum das bisher noch nicht. Das kann aber ganz, ganz schnell nach hinten hat sich ja jetzt auch bestes geändert. Bestes Beispiel, das Spiel gegen Leverkusen. Nach einem 0:1 war man 2:1 vorne, war wirklich ganz, ganz nah dran. Dann kam halt dieser geniale Freistoß von dem hier bei. Ganz, ganz nah dran war man auch diese Woche wieder. Und aber da man ja wirklich wird ganz, ganz nah was dran, hab ich Leverkusen da getippt zu schlagen. Gut, wobei man eigentlich auch dazu sagen muss, dass Leverkusen halt aktuell Vorletzter ist. Ja. Mainz auf der anderen Seite hat immer zwei mögliche Ausgänge. Entweder sie gewinnen das Spiel knapp mit einem Tor, so wie gegen Bochum, gegen Gladbach und auch gegen den FC Augsburg. Oder aber sie bekommen komplett aufs Maul. So ja, es ist keins von beiden passiert. Ne? Es ist natürlich unentschieden ausgegangen. Das beim 1:4 gegen Hoffenheim was hab ich da oder getippt? Beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen. Habe ich es Hertha zugetraut? An diesem Wochenende glaube ich, dass sie einmal knapp verlieren werden. Knapp verlieren werden? Ja, gut. Das soll es auch geben. Und zwar mit 2:3. Ja, 2:3. Sie haben 1:1 gespielt, hätten aber fast 1:0 verloren. Also die Hertha erst in den allerletzten Minuten, in der 94. hat Mainz den Ausgleich geschafft. Der zweite Saisonsieg. Und Freunde, guckt. Ja, zweiter Saisonsieg war ganz, ganz knapp. Also so schlecht war es gar nicht. Jo, unbedingt bis zum Ende, denn dann erfahrt ihr noch, wer mein Spieler des siebten Spieltags ist. Wer wird der Spieler des Spieltags? Oh Gott, ich weiß es noch. Ich will es gar nicht. Ich muss das Spiel jetzt einfach machen. Dortmund gegen Schalke. Hui. Das Revierderby ist endlich wieder zurück. Hui. Das echte Revierderby, die Mutter aller Derbys. Freunde, was ich gleich sagen werde, wird so dermaßen wehtun. Das ist Dortmund. Schalke kann den zweiten Derby-Sieg in Folge einfahren. Man hat ja jetzt schon Bochum geschlagen. Und man strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Denn Dortmund, die haben gegen Leipzig ein 3:0 kassiert, sind absolut an die Wand gespielt worden. Und Schalke, gewohnt souverän. Ja, also Schalke hat Druck gemacht gegen, also ja, nee. Oh gut, Gott. Okay, ja, gegen Bochum, aber gewohnt souverän. Und ich glaube, da wird Schalke eine faustdicke Überraschung landen können. Die faustdicke Überraschung war, dass sie nur 1:0 verloren haben, aber auch keinen einzigen verdammten Torschuss. Ja gut, vielleicht ist doch das Wahnsinn. Auch eine Vorbrille, aber ich glaube schon, dass Borussia Dortmund vielleicht Angst vom großen FC Schalke 04 haben wird. Der da in die ja, wovor soll man Angst haben? Vor dem Bus, den die Schalker da geparkt haben. 0,11 expected goals. 0,11! Arena in den Signal Iduna Park einmarschieren wird, dem BVB 4 Tore einschenken wird und knapp mit 4:3 gewinnt. Oh, ich habe noch nie eine Prognose gesehen, die so weit daneben war. Erstens mal hier 6 Tore zu wenig und dann, ja gut, aber Schalke einfach 4 ja, schießen. Es wird ein dann großes Spektakel okay und egal wie es ausgeht, ich freue mich einfach, dass endlich wieder Revierderby ist. Also ich freue mich so lange, bis wir nicht 0:8 baden. Nee, es war nur 0:1, aber Freunde, das konnte man sich als Schalke-Fan nicht angucken. Das war so, ja, okay. Man wusste genau, irgendwann wird es passieren. Man wusste genau, man konnte die Uhr danach stellen, irgendwann kriegen wir ein Gegentor. Und dann war es halt Moukoko, ja, hat er gut gemacht. Ja, egal, weiter zum nächsten Spiel. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein Spiel, da passt das Unentschieden eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ja, natürlich ging es nicht unentschieden. Eintracht Frankfurt, bisher 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Sehr ausgeglichen. Und VfB Stuttgart, 6 Spiele, 5-mal unentschieden. Zuletzt gegen den FC Bayern. Was habe ich also getippt? Wenn es ein ausgeglichenes Duell ist, wo zwei Mannschaften ein Unentschieden rausholen, dann ja wohl Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Aber Vielleicht, vielleicht habe ich doch nicht. Gerd hat eine richtig gute kämpferische Leistung gezeigt gegen den FC Bayern. Ich meine, man hat davor gegen Schalke ein 1:1 gespielt und jetzt gegen den großen FC Bayern auswärts. Bitte sag nicht, dass ich der große FC Bayern bin. Halt's Maul. Ich hoffe nicht, dass ich Stuttgart Sieg gesagt habe. Frankfurt auf der anderen Seite hat erstens unter der Woche wieder eine englische Woche und ein wichtiges Spiel in der Champions League gegen Olympique Marseille. Wenn man das verlieren sollte, dann war es das fast schon wieder mit dem Traum Champions League K.O.-Phase. Am Wochenende hat man außerdem in der Liga nur ein enttäuschendes 0:1 gegen den VfL Wolfsburg erzielt. Das war enttäuschend, ja. Ich sehe das Momentum in diesem Spiel halt aktuell eher zugunsten des VfB Stuttgart.
Hello Darkness, my old friend. Ich tipp schon wieder kein Spiel richtig. Und daher sag Gott. Ich 2-1 für den Foulspiel. Freunde, soll ich mir beim nächsten Mal einfach eine Bestrafung überlegen, wenn ich nicht eine gewisse Punkteanzahl habe? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Dann wäre ein bisschen Spannung drin. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Das ist doch Wahnsinn. Alter, Spannung pur. Borussia Mönchengladbach war ja der Ex-Club von Trainer Marco Rose, der ja jetzt bei Leipzig Trainer ist. Ja, Spannung war im Spiel dann aber nicht mehr da. Und einfach in den Spielen, die er coacht, Dortmund, den er gecoacht hatte, dann unter der Woche einfach Real Madrid in der Champions League und am nächsten Wochenende dann halt einfach Gladbach, wo er auch schon Trainer war. Ja moin, wenn das nicht Zündstoff ist, dann weiß ich auch nicht, Digga. Man muss dazu sagen, am Wochenende waren beide Mannschaften bärenstark in der Liga. Gladbach hat einen Punkt... Ich glaube, ich habe da wirklich Gladbach als Sieger getippt. Das wäre doch geil. Das, wenn ich das gemacht hätte. Ja, man hätte von Paris. Habe ich das? Ich weiß es nicht. Doch nicht gut. Aber Freiburg ist halt einfach auf Platz 2 in der Liga und spielt einen richtig gepflegten Ball. Und oder Leipzig unentschieden? Hat ich weiß es nicht. Einfach Borussia Dortmund mit 3-0 weggefegt und denen mal so absolut keine Chance gelassen. Die waren wie ausgewechselt, die Leipziger. Und daher bin ich richtig gespannt. Das waren sie in dem Spiel gegen Gladbach aber auch wieder. Nur halt auf die negative Art und Weise. Es waren bei beiden Mannschaften immer wieder so Achterbahnergebnisse. Wer kann sich jetzt steigern und wo liegt die Realität bei diesen beiden Mannschaften? Ja, kaum ob mal gut oder mal schlecht. Ich glaube, in diesem Spiel setzt sich RB Leipzig durch mit 2-0. Und ja, es ging 3-0 für Gladbach aus. Fußball-Sachverstand schon wieder hier oben. Ultimatives Level, habe ich durchgespielt. Tipp, den Tipp, Schwung, Boss. Den RB Leipzig mitnimmt, in den sollte Tipp, schon langsam auch Bayer Leverkusen mal kommen. Gibt's wie gesagt, nicht. Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen, das ist das Duell vorletzter gegen einen Aufsteiger. Beginnen wir mal mit Werder. Die Bremer konnten bisher nur die zwei schwächsten Teams des Ruhrgebiets schlagen. Bisher haben wir übrigens nur, was haben wir richtig? Wir haben noch gar nichts richtig. Ne, wir haben noch gar nichts. Den Fall nicht mal, und Borussia Dortmund. Nicht mal irgendwas. Natürlich. Also noch nicht mal eine richtige Tendenz, Digga. Das gibt's doch nicht. Sorry, der musste sein. Spaß beiseite, zuletzt hat man aber gegen Augsburg verloren, gegen Stuttgart nur X gespielt und auch gegen den VfL Wolfsburg sprang nicht mehr als ein Unentschieden raus. Und man hat bisher nur gegen Mannschaften... Ich habe Angst, dass ich hier nichts richtig habe. Also, abgesehen von Dortmund. Und Bayer Leverkusen ist dann halt eben der nächste schwache Gegner. Klar, die spielen Champions League, aber sind halt einfach nach Spieltag 6 auf dem vorletzten Platz in der Liga. Und ich... Sind jetzt 15 der Leverkusen, also die kommen da nicht raus. Persönlich glaube, dass Seoane am nächsten Spieltag, am 7. Spieltag, nicht mehr auf der Seitenlinie stehen wird. Das liegt vor allem daran, dass er in der Champions League gegen Atletico Madrid eine 1-4 Packung kassieren wird. Falls aber... Ja, das kann man so sehen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Und Seoane noch Trainer ist und Leverkusen vielleicht gegen Atletico den Turnaround schafft, dann, ja, hab ich meinen Tipp wieder mal verkackt. Hab ich. Mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie glaube ich aber, dass Leverkusen den Befreiungsschlag packt und Werder Bremen mit 2-0 besiegen wird. Zwei Tore sind gefallen. Es war halt nur anders verteilt. 1-1. Und Leverkusen lag dann lange vorne bis kurz vor Schluss. Also, das hätte schon fast gepasst. Bayern und zwar oh Gott, Augsburg. Gott, ich will es gar nicht wissen. Können wir das bitte überspringen? Das wird peinlich. Bayern, München. Es wird peinlich. Es wird peinlich. Unentschieden in Serie gespielt es wird peinlich. Haben, das gab es schon ewig nicht mehr in der Bundesliga. Und wer ist schuld? Das muss man positiv sehen. Dieses Mal hat man nicht unentschieden gespielt. Juan Top. Bernat natürlich. Der FC Bayern ist richtig sauer. Thomas Müller war im Interview mit Sky richtig tilted, war richtig mad, hatte so eine Krawatte, wusste genau, wir sind sauer, weil wir einfach zu unkonzentriert sind, weil wir solche Fehler machen, die uns dann einfach solche Punkte kosten. Und das darfst du dir einfach nicht erlauben. Super, kommt dazu, dass sich der FC Bayern gegen den FC Augsburg in den letzten Jahren immer etwas schwerer getan hat. Ja, letztes Jahr ja gegen Augsburg auch in Augsburg 2-1 verloren. Hier 1-0 in Augsburg, hier also immer nur knapp gewonnen. Zu Hause ja einmal hier, aber nicht so hohe Ergebnisse. Und es da keine wahnsinnigen Torfestivals gegeben hat. Und Augsburg, die wissen genau, hey, es ist Länderspielpause. Wir haben zwar danach wieder ein wichtiges Spiel, aber es ist Länderspielpause. Habe ich doch vielleicht, habe ich Augsburg, ich weiß es nicht mehr. Wir können da alles reinwerfen und vor allem, der FC Bayern ist aktuell verwundbar. Oh. Aber das Ding ist halt, wenn Bayern verwundbar ist, dann ist es auch gefährlich, denn man darf den Löwen niemals reizen. Und ich glaube, dass Bayern damit Augsburg kurz Prozess macht, wieder vollkommen drüber rollt in Bayern-Express-Manier und das Spiel 5-0.
Bitte weiter. 1-0 für Augsburg ging's aus. Also, für den FC Bayern. Weiter, weiter, Freunde. Die weiter. Sonntagsspiele. Nummer 1, VfL Bochum gegen den FC Köln. Bochum. Also Europapokal-Teilnehmer. Kann ich bitte jetzt einmal was richtig haben? Einmal. Nur einmal. Ja, die Mannschaft auf dem letzten Platz mit 0 Punkten. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Aber man muss fairerweise auch sagen, Bochum hat immer wieder gute Ansätze gezeigt und war, gut, abgesehen von der Niederlage gegen den FC Bayern, auch immer spielerisch dabei. Da hat nicht viel gefehlt. Aber man hat sich eben noch nicht belohnt. Dieses Mal hat man sich aber belohnt mit dem ersten Pünktchen. Es ist sehr, sehr schwer, da Gründe zu finden, die für den VfL Bochum sprechen sollten. Das Einzige, wo ich sage, okay, da könnte was zu holen sein, ist, dass der FC Köln jetzt einfach die zweite englische Woche in Serie hat. Mhm. Und natürlich Regeneration. Ist was zu holen? Dann kann es schon mal sein, dass man die Körner in Bochum nicht mehr hundertprozentig ausgeben kann. Und ich sage, Bochum müht und plagt und mal locht sich zum ersten Punkt in dieser Bundesliga-Saison. Mit einem, wie könnte es passender sein, 0-0. Nein, es ging 1-1 aus, Freunde. Aber zumindest das Unentschieden gecallt. Zumindest das Unentschieden gecallt, Freunde. Ja, Mann. Das sind sie, die dann ersten richtigen Tendenzpunkte. Gegen den SC Freiburg im Angebot. Und das ist ein echter Kracher. Ein echtes Topspiel am Sonntag. Das Topspiel am Sonntag. Und genau das wird uns da auch geboten werden. Für mich ist der. Und leider genau das ging dann 0-0 aus, das ich beim Spiel zuvor getippt habe. Freiburg gegen Hoffenheim. Das hat in den letzten Jahren schon immer sehr, sehr viele Tore bedeutet. Das letzte Duell ging, glaube ich, 4-3 für Freiburg aus. Davor mal 3-2 für Freiburg. Und 4-1. Immer mit dem besseren Ende für den SC Freiburg. Hat er nicht gecheckt, der junge Mann hier? Das wird sich dieses Mal ändern. André Breitenreiter wird die Hoffenheimer gut einstellen, wird einen Sprung vor in der Tabelle machen, wird gegen Freiburg gewinnen. Sie haben einen Sprung vorgemacht, das mit dem Gewinnen, das habt ihr einfach gerade nicht gehört. Ja, ganz Hoffenheim einfach. Hoffenheim setzt sich durch mit 3-2. Fünf Tore und es sind 0 gefallen. Also, ne, entscheidet ihr selber. Ja, wieder nichts richtig. Tabellenführer darf natürlich auch nicht fehlen. Union Berlin hat es zu Hause mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Wie gesagt, Union Berlin ist halt bitte wenigstens Tabellenführer. Das ist einfach zu wenig. Beim letzten Spiel bitte. Union habe ich doch wohl einen Sieg zugetraut, unter der Woche, oder? Da spielt man wieder international gegen Braga auswärts. Gut, Braga. In Union-Manier wieder international verkacken und das einfach verlieren. Aber völlig wurscht. Einfach der Union-Lifestyle ist so, Freunde. Auf die Liga konzentrieren, denn in der Liga, da muss man performen. Wolfsburg, die performen auch nicht mal in der Liga. Die dümpeln da schon wieder hinten irgendwo rum. Das ist wirklich Wahnsinn. Ein Jahr gut, ein Jahr Flop. Ein Jahr gut, ein Jahr Flop. Und jetzt mit der ganzen Thematik um Max Kruse ist auch nicht unbedingt mehr Ruhe im Verein. Aber letzte Woche Was glaubt ihr, wo wird Max Kruse hingehen? Schreibt es in die Kommentare. Erste Saisonsieg gegen Eintracht jetzt. Frankfurt. Ich glaube, da hat man sich was mitnehmen können. Und wird auch dieses Mal was mitnehmen. Und zwar ein Pünktchen aus Berlin. 1-1. Und mein Spieler des siebten Spieltags. Nee, es ging doch 2-0 aus. Und mein Spieler des Spieltags. Denn der macht 2 Tore und gewinnt das Derby für Schalke. Er macht 2 Tore und gewinnt das Derby für Schalke. Ausgewechselt wurde, weil er nichts gerissen hat. Meine Güte, Freunde. Guck als nächstes gerne auch noch das Video hier und wir sehen uns bei der nächsten Bundesliga-Prognose. Das wird wieder lost. Ciao.